Das Kahlenberger Land ist eine historische Landschaft in Niedersachsen. Der Name wird als Regionsbezeichnung meistens nur für den Südwesten der Region Hannover verwendet. Inmitten des Kahlenberger Landes liegen zahlreiche Rittergüter. Heute sind wir zu Besuch auf dem Rittergut Eckerde I. Der Ort Eckerde liegt am Hellweg. Hellweg ist eine bedeutende Straße, die hier entlang führte. Deshalb war der Ort auch relativ bekannt früher schon. Und um 1500, Ende des 15. Jahrhunderts, wurde der Betrieb Eckerde übergeben von der ausgestorbenen Familie von Goltern an die Familie von Heimburg. Da wurde der Betrieb belehnt an die Familie von Heimburg. Und seitdem sitzen wir als Familie hier in Eckerde. Das Haus hinter mir ist 1890 gebaut worden. Das Vorgängerhaus aus dem frühen 18. Jahrhundert aus Bruchstein und Fachwerk ist abgebrannt. Und der Neubau, wie Sie ihn hinter mir sehen, ist dann neu erstanden. Das Einzige, was übergeblieben ist, ist der Turm. Der ist dann etwas erhöht worden und hat dann eine neues Dach gekriegt, was schiefergedeckt ist. Und man kann an dem Portal des Turms, das ist ein Renaissanceportal, sehen, dass es dort ein Allianzwappen gibt zwischen der Familie von Heimburg und Schüngel. Mit Unterstützung des Landes Niedersachsens sowie öffentlicher und privater Stiftungen hat die Familie von Heimburg den 6 Hektar großen Landschaftspark seit dem Jahr 2000 abschnittsweise rekonstruiert. Die Wegeführung eröffnet immer wieder neue Blickachsen in den Park und die Landschaft. Das Haus ist umgeben mit einem Wassergraben und im Norden zum Wirtschaftshof führte früher eine zweibürgige Steinbrücke, die allerdings 1965 eingestürzt ist und man musste sie dann also aufgeben und es ist dann zugeschüttet worden. Und auf dem Wirtschaftshof befinden sich Gebäude aus dem 18. Jahrhundert, die jetzt auch wieder genutzt werden. Der eine Teil, der Kuhstall, ist im Jahre 2007 und 2008 saniert worden und wird seitdem für Veranstaltungen, Hochzeiten, Firmenveranstaltungen, Familienfeiern oder auch jetzt seit 2008 für die Oper auf dem Lande genutzt, die dann bei nicht so günstigem Wetter dort stattfinden kann. Seit 2008 findet hier die Oper auf dem Lande statt, die durch die Stiftung Edelhof organisiert wird. Es treten hier dann Künstler, junge Künstler aus Hannover aus, von der Oper in der Regel und auch ein Musiker, Konzerte, die dann hier proben und dann in der Zeit der Proben und auch während der Vorstellung versorgt werden. Wir schaffen das natürlich nicht ganz alleine, sondern wir werden unterstützt von dem Heimatchor Eckerde, von der Freiwilligen Feuerwehr und natürlich die ganze Familie ist dabei, die Künstler zu versorgen, denn die sind immer recht hungrig. Und das ist immer ein großer Event, der findet nächstes Jahr Anfang August statt. Und dann haben wir hier wieder die Premiere und haben 2-3 Tage viel Vergnügen mit den Künstlern und den vielen Gästen hier. In diesem Zusammenhang ist ein Besuch auf der Internetseite www.rittergut-eckerde1.de sehr zu empfehlen.